Für meine Bastelidee brauche ich viele Perlen. Ich weiß, du wirst sie lieben. Als nächstes brauche ich meine Klebepistole. Ich drücke den heißen Leim auf die Perlen und achte darauf, dass jede Perle bedeckt ist. Niemand möchte ein gebrochenes Herz. Dieser Ring ist wunderschön. Das sieht tatsächlich gut aus. Und ich habe einen 3D-Stift. Ich zeichne zuerst den Umriss einer Blume. Jetzt kann ich sie ausfüllen. Ich fange mit den Blütenblättern an und lasse die Mitte noch frei. Dann wechsle ich die Farbe und mache die Mitte der Blume gelb. Da drauf kommt dieser Ring. Und das war's. Wow, dieser Ring macht mich glücklich. Jeder liebt Blumen. Heute ist der Tag. Ich werde mich austoben und feiern. Okay, was ziehe ich an? Mal sehen. Das sieht gut aus. Eine ausgezeichnete Wahl. Ich ziehe mich schnell um. Wow, das sieht gut aus. Aber irgendwas fehlt. Ich will auffallen. Und ich weiß auch schon, womit. Ich habe genau, was ich brauche. Das ist so aufregend. Wow, schau es dir an. Das bringt Glanz in mein Outfit. Ich schau mal, wie ich aussehe. Oh, ich sehe umwerfend aus. Ich denke, ich bin soweit. Warte mal. Ashley's Diadem war eine Tragödie. Ich hätte Mitleid mit ihr gehabt, wenn ich nicht so viel gelacht hätte. Ich will das nicht mehr tragen. Wem mache ich was vor? Ich gehöre nicht auf diese Party. Ich roll mich einfach auf der Couch zusammen und bemitleide mich selbst. Ich werde nie wieder rausgehen. Was? Was ist hier los? Wow, meine Landungen werden immer besser. Oh, was ist los, Ashley? Hallo? Nie habe ich mal Glück im Leben. Was? Was ist hier los? Wer bist du? Und wie bist du hier reingekommen? Ich bin deine gute Fee. Was hast du für ein Problem? Ist das nicht offensichtlich? Ich wollte für die Party gut aussehen. Das ist alles? Du gehst auf den Ball. Ich meine, die Party. So gehe ich nicht raus. Mach doch was. Sorry, das ist dein neuer Zauberstab. Ich muss noch üben. Mach das nicht nochmal. Was jetzt? Schon gut. Gib mir einen Moment. Vielleicht, wenn wir, warte. Dieser Zauberstab sieht seltsam aus, aber den kann ich gebrauchen. Ich werde dieses Diadem verschönern. Mit dem 3D-Stift zeichne ich das Diadem nach. Ich gehe um die Edelsteine herum, denn ich erstelle erst den Rahmen. Ich liebe diese Farbe. Dann wechsle ich die Farbe. Und ich fülle die Edelsteine aus. Ich gehe bis an den Rand. Und dann noch die kleinen Edelsteine. Das nehme ich jetzt vorsichtig ab. Sag Hallo zu deinem neuen Diadem. Ich weiß, ich bin unglaublich. Hier, bitte. Oh mein Gott, ich werde emotional. Es passt perfekt. Warte, was passiert hier? Dieser Teil wird dir gefallen. Wow, das ist ja unglaublich. Aber die Brille passt nicht zum Kleid. Wow, schau mich an. Wunderschön. Vielen Dank, Liebe. Wo ist sie hin? Ich konnte ihr nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Aber ich danke ihr. Und jetzt zur Party. Lalala. Hallo. Willkommen in meiner Küche. Du bist eine tolle Meerjungfrau, Pippi. Was riecht hier so? Mama hat Cupcakes gemacht. Die sehen lecker aus. Finger weg. Wir haben technische Probleme. Ich will doch nur einen, Mama. Nein. Och, du bist voll gemein. Sie glaubt wohl, das ist was Besonderes. Dann zurück zur Schwanzflosse. Wo war ich? Die Sahne. Was hast du, Frau Hund? Sag das nochmal. Das hört sich gut an. Jetzt mache ich ein leckeres Tomatengericht. Nein, mach das nicht, Ashley. Hey, wie geht's denn so? Das ist meine Hündin. Sie mag lange Strandspaziergänge. Ashley? Hi, Mama. Verschwinde von hier. Sorry, ich wollte auch viral gehen. Jetzt stelle ich meine Cupcakes hier rüber. Das ist unsere Chance. Das perfekte Verbrechen. Mama ahnt nichts. Hey, schau mal, ich bin ein Social Media Star. Und jetzt wird gekocht. Dafür brauche ich diese Schüssel. Hä? Wo ist sie hin? Die muss hier doch irgendwo sein. Ich hätte es wissen müssen. Ah, das war so gut. Seht ihr, womit ich mich hier rumschlagen muss? Hey, die will ich wieder haben. Ihr kommt mit. Gib mir die Schüssel. Ich weiß nicht, wovon du redest. Da ist Zuckerguss auf deiner Nase. Oh, wie ist der denn da hingekommen? Wahrscheinlich wieder ein Knick in der Matrix.
Die Show ist vorbei. Alles ist ruiniert. Vielleicht kriege ich's wieder hin. Gib mir einen Moment. Es tut mir leid. Ich wollte euch nur unterhalten, aber nicht mal das kriege ich hin. Hey Mama, schau mal. Wie fühlt sich das an? Da ist es gut. Warte mal. Lass mich mal sehen. Ashley, was hast du getan? Das war mein Schneebesen. Ich wollte nur helfen. Lass mich nachdenken. Oh, ich hab's. Und was soll ich damit machen? Warte, ich weiß. Das wird euch gefallen. Ich nehme die Plastikschnur und schneide sie zu. Dann arrangiere ich sie zur Kugel. Jetzt brauche ich den 3D-Stift. Mit dem verschmelze ich die Teile. Dann gehe ich nach oben, denn das wird der Griff. Ich habe einen neuen Schneebesen. Ist der nicht hübsch? Bald bekommt ihr den in meinem Online-Shop. Du hast einen Online-Shop? Na egal, hier ist deine Schüssel. Testen wir meinen neuen Assistenten. Er macht seinen Job. Wie schaltet man das Ding aus? Puh, was für ein Tag. Jetzt will ich mich entspannen. Das war harte Arbeit. Oh ja, das fühlt sich gut an. Da ist die Stelle. Okay, Zeit, mich mit dieser Sonnencreme vor den UV-Strahlen zu schützen. Genug Blasen. Zeit, mit der Wassermelone zu spielen. So weich. Ich liebe es. Hey, Moment mal. Da drüben ist ein leerer Topf. Ich pflanze einfach meine Wassermelone in der Erde an. So, jetzt muss ich nur noch warten, bis sie gewachsen ist. Ja, das ging ja ruckzuck. Okay, diese Idee ist genial. Das mache ich. Okay, Wassermelone, Zeit, dass du in einen Baum wächst. Komm schon, du kannst das. Was zum Kuckuck macht Sunny da drüben? Egal. Wassermelone, warum wächst du nicht? Hä? Oh nein, sie sieht echt traurig aus. Ich muss sie irgendwie aufheitern. Zuerst schichte ich diesen Polymerton. Und dann kommt dieser rote Ball aus Ton. Dann rolle ich alles zusammen. Als nächstes brauche ich dieses Tool. Denn ich werde den Ton einschneiden. Ich muss nur vorsichtig sein, damit es nicht kaputt geht. Okay, ich schneide komplett durch. Ich brauche nur die Scheibe aus der Mitte. Zeit, mein Tool wieder rauszuholen. Denn ich muss den Kreis in zwei Hälften schneiden. Gut, nun nehme ich diesen Teil weg. Nun ist es Zeit, ein weiteres Stück abzuschneiden. Wie einen Kuchen. Das wird echt super. Wunderbar. Nun bemale ich es mit transparenter Glasur. Sehr gut, aber dieser Wassermelone fehlen noch Samen. Ich nehme einfach diese kleinen schwarzen Perlen. Wunderbar. Aber ich will nicht nur Samen, sondern eine glückliche Melone. So, jetzt hat er ein kleines lächelndes Gesicht. So süß. Sunny, ich hab was für dich. Wow, eine Kette mit einer kleinen Wassermelone und passende Ohrringe dazu? Die sind so süß. Ich liebe sie. Danke. Gern geschehen. Ich kann dich einfach nicht so traurig sehen. Hey, ich pflanze die stattdessen. Oh, was? Sunny, was? Das macht doch gar keinen Sinn. Aufpassen, Klasse. Ich möchte, dass ihr diese Formel löst. Die ist etwas schwierig. So sieht sie aus. Ich hätte mal besser lernen sollen. Ich kapiere nichts davon. Nein, das wird so nichts. Hey, lass mich in Ruhe. Oh nein, mein Stift. Hey, Mickey, hast du einen Stift für mich? Ich habe meinen eben zerkaut. Warte, hier hast du. Okay, dann mal weiter. Ich werde bestimmt durchfallen. Oh, soll das ein Witz sein? Was war das? Oh, mein Stift, du Monster. Sch. Wie geht's? Kannst du mir einen Stift leihen? Ich würde alles für dich tun, Ashley. Zwei hintereinander. Warum passiert mir das immer? Ich fass das nicht. Ich bin wohl stärker, als ich dachte. Die Zeit läuft aus. Ich muss mich beeilen. Aber alle sind kaputt. Kann mir jemand helfen? Denk nicht mal drüber nach. Hey, warum schaust du mich an? Finde einen anderen Trottel. Ich kann's ihnen nicht übel nehmen. Entschuldigung, haben Sie einen Stift für mich? Kein Problem, Ashley. Du kannst den hier haben. Nein, stopp! Verstecken Sie Ihre Stifte! Hab ich was verpasst? Weißt du, ich habe all meine Stifte verloren. Aber Sie hatten doch eben einen in der Hand. Ich weiß nicht, wovon du redest. Okay, dann muss ich mich damit begnügen. Ach, das ist sinnlos. Ich kann mir das nicht länger ansehen. Ich weiß, was zu tun ist. Ich brauche die Mine von meinem Stift. Denn ich bastle ja einen unzerbrechlichen Stift. Hier habe ich eine Stiftform. Dort lege ich die Mine rein.
Ich dekoriere den auch hübsch. Dafür nehme ich Blütenblätter. Das wird ein hübscher Stift. Ich habe noch ein Gläschen Glitzer. Das schütte ich ins Epoxidharz. Dann muss ich umrühren. Alles schön vermischen. Und so sieht es aus. Jetzt gieße ich das Harz in die Form. Die Blüten müssen komplett bedeckt sein. Daher fülle ich die ganze Form auf. Und wenn das Harz fest ist, kann ich den Stift aus der Form holen. Geht ganz einfach raus. Wow, schau ihn dir an. Ich gebe den gleich Ashley. Wow, ist der für mich? Den werde ich gleich benutzen. Der schreibt ja gut. Oh, komm schon, Ashley, machst du Witze? Hey, der ist noch in einem Stück. Ein beeindruckender Stift. Ich check das nochmal. Ja, der ist Ashley sicher. So eine emotionale Achterbahnfahrt. Bravo. Vielen Dank. Einsen für alle. Fast fertig mit Geschirrspülen. Puh. Oh nein, noch eine Tasse. Mach die hier bitte auch noch sauber. Okay, gut. Nur noch die eine. Echt keine Ahnung, wie eine Tasse so dreckig werden kann. Was zur... Meine Hand! Oh nein, ist sie kaputt? Boah, sie ist noch ganz. Nein! Ausgerechnet ihre Lieblingstasse, sie wird mich umbringen. Moment, vielleicht kriege ich das wieder repariert. Ich brauche nicht mal Kleber, ich habe meinen 3D-Stift. Ich bedecke damit einfach die Bruchstelle. Es hat die gleiche Farbe, man sieht es also gar nicht. Und dann mache ich das den ganzen Henkel entlang. Die ganze Seite. Es braucht auch gar nicht viel. So, eine Seite fertig, jetzt nur noch die andere. Hier mache ich jetzt einfach nochmal das Gleiche. Fast fertig mit der Seite. Geschafft! Und jetzt nur noch oben und unten. Der Henkel ist das Wichtigste an einer Tasse. Daher muss ich sicher gehen, dass er ganz fest sitzt. Fertig! Und der Henkel hält sogar. Ah, hier hast du etwas Saft. Ha, ich sehe, du hast den Henkel verschönert. Ist da irgendwas mit passiert? Nein. Na gut, dadurch ist das Festhalten auch viel angenehmer. Danke für den Saft. Ich bin so froh, dass das geklappt hat. Schau dir das mal an, Püppi. Wow. Und schau dir diese Kette an. Wunderschön. Was, wie viel? 900 soll die kosten? Soll wohl ein Witz sein. Aua, mein Kopf. Es regnet Magazine. Die werde ich mir nie leisten können. Das ist ungerecht. Was kriege ich für einen Zehner? Dann werde ich mal ihren Tag retten. Hoffe, meine Verkleidung funktioniert. Wer bist du? Das ist unwichtig. Gehört das dir? Ja, schau dir mal diese Halskette an. Die würde mir super gut stehen, aber sie ist so teuer. Warte kurz, ich werde dir was zeigen. Wow, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist ganz schön viel Knete. Schleppst du die den ganzen Tag mit dir rum? Weil das wäre irgendwie seltsam. Verurteile mich nicht. Ich will dir nur helfen. Oh, okay. Du kannst mit der die Kette machen. Das finde ich gut. Ich will die da. Ich mag blau. Du bist nett, aber umsonst ist die nicht. Ich hoffe, das reicht. Bei Bargeld bin ich immer glücklich. Ich muss aber prüfen, ob der echt ist. Und ich mache mich an die Arbeit. Ich habe die Knete zu einer Scheibe geformt. Und ich habe den unteren Teil einer Spitze abgeschnitten. Damit steche ich zwei Kreise aus. Sieht gut aus. Ich habe zwei Rollen aus weißer Knete gemacht, die ich in die Löcher stecke. Mit einem Winkelmesser teile ich die Scheibe. Jetzt brauche ich ein Glas. Damit entferne ich ein Stück. Das kommt erstmal zur Seite. Da kommt jetzt schwarze Knete ran. Und dann wieder das andere Stück. Ich habe es so geformt, dass es wie ein Mund aussieht. Jetzt rolle ich das, damit keine Naht bleibt. Das müsste reichen. Ich nehme das Metalllineal zum Schneiden. Es werden dünne Scheiben. Aber ich muss aufpassen, dass ich sie nicht zerquetsche. Ich denke, das reicht. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Jetzt mache ich daraus eine Halskette. Ich habe kleine Haken, die ich in die Knete stecke. Ich habe alle Scheiben verbunden und habe jetzt eine Kette mit Blue. Ich habe noch den Kettenverschluss angebracht. Schau mal, wie findest du sie? Wow, echt fantastisch. Mein Job ist getan. Tschüss, geheimnisvoller Fremder. Was für eine nette Person. Du brauchst auch Schmuck, Püppi. Keine Bange, ich mach dir was. Ich habe nämlich noch Knete übrig. Wow, so schick. Wir passen zusammen. Komm, lass uns unseren neuen Schmuck vorzeigen. Okay, ich bin definitiv bereit für die griechische Party. Ich brauche aber noch ein bisschen Schmuck.
Nee, die passen nicht. Die Sterne? Ach nö, die passen auch nicht. Und was ist mit dieser Kette? Auch hier ein Nein. Hey, du siehst gut aus. Schau dir meinen Schmuck an. Wow, das sieht toll aus. Ach Mann, alles, was ich habe, ist dieses Zeug. Das passt überhaupt nicht zu meinem Outfit. Ah, da können wir was gegen tun. Der 3D-Stift ist die Rettung. Okay, ich nehme Nofretetes Büste als Modell. Okay, jetzt in diese Richtung. Siehst du, das ist ein Blatt. Und jetzt zum nächsten Blatt. Oh, die werden super. So geht's, das letzte ist fertig. Siehst du, ich wusste, dass wir was Tolles kreieren können. Oh, danke, das ist genau, was ich gebraucht habe. Die Fee hat meine Hausaufgaben weggenommen. Was? Sie liegt noch im Bett? Aber es ist schon so spät. Schon 7:30. Sie hat total verschlafen. Tina, Tina, Liebes, du musst aufwachen. Du bist spät dran. Nur noch 5 Minuten. Alles klar, wenn du es so haben willst. Tina, raus aus dem Bett! Wow, Mami kann auch abgehen. Was ist das für ein Krach? Hä, wer ist da? Guten Morgen, Liebes. Es wird Zeit aufzustehen. Was? Warum? Warum? Liebes, es ist schon so spät. 7:30 Uhr. Dein Zeitplan ist ganz klar. Du stehst um 7 auf. Oh, stimmt. Mein Zeitplan mit Schule und dem ganzen Zeug. Verdammt richtig, das ganze Zeug. Jetzt steh auf, du musst dich anziehen. Och, Mama, ich kann mich auch alleine anziehen. Ich bin kein Baby mehr. Oh, du siehst so süß aus. Wie eine kleine Prinzessin. Mir gefallen die Sachen. Danke, Mami. Oh je, deine Haare. Mit denen müssen wir noch was machen. Halt still. Nein, Mami, geh weg mit diesen gruseligen Bürsten. Die tun mir am Kopf weh. Oh, okay, aber wir müssen etwas mit deinen Haaren machen. Warte kurz. Vielleicht kann ich sie ja doch noch bändigen. Ich habe eine Idee. Mami ist gleich wieder da. Okay, ich habe diese Form für Haarspangen und da kommen die Nerds rein. Wenn die Süßigkeiten drin sind, kommt Harz dazu. Ich nehme klares Epoxidharz, damit die Farben schön zur Geltung kommen. Wichtig ist, dass alles vollständig mit Harz überzogen ist und dass die Formen bis oben gefüllt sind. So, das war's. Die Klammern sind angebracht und alles ist ausgehärtet und springen direkt aus der Form. Sie sind wirklich süß geworden. Liebes, schau mal, was ich hier für deine Haare habe. Süße Haarspangen. Hast du die aus meinen Süßigkeiten gemacht? Wow, ich liebe sie. Du hältst sie fest, während ich dir die Haare bürste und dann stecken wir sie dir ins Haar. Eine Haarspange kommt auf diese Seite und die andere kommt hierhin. Ja, ich habe Süßigkeiten im Haar. Das ist so cool. Danke, Mami. Gerne, du siehst so hübsch aus. Oh nein, du musst zur Schule. Komm schon, beeil dich. Zum Glück bin ich endlich zu Hause. So ein langer Tag. Hä, wo ist mein Schlüssel? Was habe ich hier denn noch drin? Also der ist es nicht. Das auch nicht. Nö. Erst recht nicht. Hä, was zum Kuckuck? Ich finde ihn nicht. Lass mich rein. Lass mich bitte rein, Mama. Ich liebe diesen Song. Hä? Was ist das für ein Hämmern? Oh, klingt, als ob jemand an der Tür ist. Es ist sinnlos. Oh, ouch. Hi, Mama. Eva, Liebes, was ist denn los? Warte, lass mich aufstehen. Sorry, ich habe meinen Schlüssel verloren. Oh, ich verstehe. Das ist ärgerlich. Mal sehen, ob wir ihn finden. Vielleicht ist er rausgefallen, als ich mir heute Morgen die Schuhe angezogen habe. Ist er dir vielleicht heute Morgen in die Toilette gefallen? Ich schaue auch mal unterm Bett nach. Da unten verschwindet immer alles. Na gut, dann vielleicht in der Küche? Er könnte irgendwo im Schrank liegen. Oder hier oben? Oh, das ist zwar nicht mein Schlüssel, aber das ist leckere Schokolade. Die Sorte schmeckt richtig gut. Hier nicht drin, hä? Was ist das für ein Geräusch? Oh, hey, Mami. Willst du was abhaben? Nein, Liebes. Ich möchte nicht. Hey, warte mal. Der Hausschlüssel hängt aus deiner Tasche raus. Ava. Oh, wow, du hast ihn gefunden. Hier, nimm ein Stück Schokolade als Belohnung. Oh, danke. Die bringt mich auf eine Idee. Ich habe an dieses Stück Schokolade einen Haken gemacht. Und jetzt tauche ich es in Epoxidharz und mache daraus einen Schlüsselanhänger. Sie wird nie wieder ihren Schlüssel verlieren. Ava, den habe ich für dich gemacht. Wow, ein Schlüsselanhänger aus Schokolade. Ich liebe ihn, aber nicht so sehr wie echte Schokolade, die ich essen kann. Gern geschehen. Yeah, zurück zu meinen Koch-Vibes. Ich mag keine Ameisen. Was ist das denn? Ach, der Wecker. Oh, es ist wohl Zeit zum Aufstehen. Wo ist denn mein Telefon?
Okay, erstmal den Alarm abschalten. Oh, was zur Hölle? Oh Mann, wo ist denn mein Handy schon wieder? Da ist es, unter meiner Decke. Oh, aufwachen ist hart. Mein Telefon ist schon wieder verschwunden. Was zur Hölle? Wie ist denn das in meine Haare gekommen? Jeden Morgen suche ich mein Telefon. Wie bringe ich es bloß dazu, hier zu bleiben? Ich krieg das bestimmt hin. Zeit, meinen 3D-Stift hervorzuholen. Okay, ich fange einfach mit diesen Linien hier an. Und jetzt hin und her. So, ich habe ein Gitter gemacht. Sieht fast aus wie eine Waffel. Und jetzt eine andere Farbe. Hier kommt das gleiche Muster, nur kleiner. Okay, das ist auch fertig. Wieder eine andere Farbe. Die sind sogar noch kleiner. Jetzt verbinde ich sie noch. Das sind alle Teile. Alles klar, bereit zum Testen? Es hängt an meinem Bett und das Telefon gleitet einfach rein. Oh, es ist ein neuer Tag. Und mein Telefon ist genau hier. Dieser Tee tut echt gut. Ich liebe ihn. Was zum Teufel? Oh, ich sollte echt losgehen und meinen Tag starten. Hat sie ernsthaft die Tasse einfach da abgestellt? Hat sie denn nicht gesehen, dass ich putze? Warte, ein Abdruck auf dem Tisch? Nein! Wenn ich stark genug schrubbe, geht er vielleicht weg. Moment, sie hat noch eine Tasse und die stellt sie da ab und noch ein Abdruck. Ah, so gut, ich liebe diese kleine Raketentasse. Ihr Ernst? Ich renne ihr komplett hinterher. Warte, schon wieder? Wie kann Sunny bitte aus so vielen Tassen trinken? Und sie lässt sie einfach überall stehen, auf jeder Oberfläche. Ich hab genug, ich bin hier nur am Putzen. Vielleicht ist da noch was zum Trinken drin. Hä? Eine Orangenscheibe? Oh, das lege ich auf Plastik und schnapp mir die Klebepistole. Ich male einen Kreis aus Heißkleber um die Scheibe. Es muss nicht perfekt sein. Die Frucht ist ja auch nicht perfekt rund. Aber ich muss sicher gehen, dass es dick genug ist. Nur noch ein bisschen mehr, um es dicker zu machen. Perfekt. Jetzt peppen wir es etwas auf. Und zwar mit Goldglitzer. Es muss nicht viel sein. Wir wollen es nicht übertreiben. Und nun brauchen wir Epoxid. Ich fülle den Kreis komplett aus. Die Orange muss dabei auch bedeckt werden. Der Kreis aus Heißkleber hält das Harz an Ort und Stelle. Wenn alles trocken ist, kann ich sie einfach herausnehmen. So hübsch. Aber es ist noch nicht fertig. Ich bemale die Kanten etwas. Ich benutze diese glitzernde Goldfarbe. Perfekt. Der Untersetzer ist endlich fertig. Mein Gott, ist der hübsch. Noch besser, als ich mir vorgestellt habe. Hey, bitte versichere dich, dass deine Tasse auf einem dieser Untersetzer steht. Ja, die habe ich selbst gemacht und sie werden unsere Möbel schützen. Okay, jetzt, wo alles fertig ist, könnte ich echt einen Snack vertragen. Moment mal. Was zum... Wo kommen bitte all diese Becher her? Oh. Wow, schau dir all diese tollen Sachen an. Dieser Schmetterling steht mir so gut. Aber warum schon aufhören? Ich meine, wozu sind Finger da, oder? Oh, du siehst echt toll aus. Und was ist mit mir? Ich habe den hier selber gemacht. Das ist schon eher ein Statement. Vielleicht zu viel. Könnte das funktionieren? Warum versuche ich es überhaupt? Warte mal. Ich hab's. Na klar. Siehst du dieses Herz? Umrande es mit deinem Klebestift. Ich habe rot gewählt. Und jetzt ausmalen. Als nächstes ist die Krone dran. Passend für eine Königin, schätze ich. Oh, wie niedlich diese Blume doch ist. Du kannst verschiedene Farben verwenden, wenn du willst. Jetzt die Blütenblätter ausmalen. Die Perfektion. Fragst du dich, was das wird? Das ist der Teil, der um den Finger kommt. Erinnerst du dich noch an das Herz? Gib einen Kleckskleber darauf. Und kleb den Ring obendrauf. Hey, du hast Schmuck gemacht. So niedlich, kaum zu glauben. 4 selbstgemachte Ringe, fantastisch. Hä? Wo hat sie die her? Zeig mal. Die sind einzigartig, oder? Darf ich denn anprobieren?
Oh, der gefällt mir. Ringschwestern. Stopp, hör auf, wegzulaufen. Hab dich. Das reicht für heute. Zeit für ein Bad und keine Widerrede. Puh, nun kommen wir zum Schrubben. Was? Sie ist weg? Wie konnte sie wieder entkommen? Oh, sie ist weg. Yeah, meine Monster, ihr seid die Besten. Was meinst du, was wir hier machen? Jetzt komm schon. Puh. Nein, ich will nicht baden. Ich hasse Baden. Du bist so gemein. Gut, dann bin ich eben gemein. Aber du wirst jetzt geschrubbt. Nein, du kriegst mich nicht. Kein Schrubben. Oh mein Gott, du treibst mich echt in den Wahnsinn. Yay, Ducky kann richtig gut schwimmen. Er ist der Beste. Sie liebt ihre Gummiente, okay? Ich glaube, das kann ich zu meinen Gunsten nutzen. Ich brauche dieses große Glas und fülle es mit Epoxidharz. Wow, so viele Bläschen schwimmen an die Oberfläche. Nur noch ein bisschen mehr. Okay, das sollte reichen. Und nun gebe ich etwas Farbe hinzu. Ein paar Tropfen sollten reichen. Und nun alles gut vermischen. Ich muss viel rühren. Das Epoxid ist sehr dickflüssig. Okay, das reicht. Zurück zur Gummiente. Okay, Ducky, Zeit für eine Epoxiddusche. Ich gieße es komplett über die Ente und stelle sicher, dass sie gut bedeckt ist. Das ist echt dick. Sobald alles übergossen ist, lasse ich es einfach kurz trocknen. Ja, fertig. Tada. Wie findest du es, Liebling? Wow. Meine Güte, sie ist komplett abgelenkt. Meine Chance, sie zu baden. Ich kann kaum glauben, wie gut das funktioniert. Oh, richtig. Ich habe mir das Video angeschaut und bin abgeschweift. Sie hat ihr Gesicht geformt oder so. Ich schaue weiter. Alles klar, es ist trocken. Bitte nimm es mir jetzt ab. Oh, es fühlt sich gut an, wieder blinzeln zu können. Okay, das ist also die Form. Ich gieße das Epoxid hinein. Ich habe diese rote Farbe gewählt, weil, warum nicht? Es ist cool. Schaut nur, wie sie die Form ausfüllt. Und natürlich muss auch das trocknen. Fertig. Ich nehme es direkt aus der Form. Oh, wow, das sieht echt cool aus. Ich stelle es einfach zu dieser Kunstausstellung. Da gehört es definitiv hin. Hey, Cheryl, das sieht dir total ähnlich. Okay, es kann losgehen. Wir haben so hart trainiert, wir schaffen das. Das hat bestimmt wehgetan. Ich kann es nicht glauben, du hast mich fallen lassen. Meine Jeans ist total zerrissen. Sorry, nichts für uns. Nächstes Paar. Ja, danke für die Chance. Boah, schau dir die beiden mit den Löchern in der Hose an. Loser, komm, wir gehen. Ich kann's echt nicht glauben. Wir haben so hart dran gearbeitet. Es muss doch eine Lösung geben. Schau, ein 3D-Stift, das kann funktionieren. Schau mal, gib mir einfach deine Jeans mit dem Loch. Ich werde sie mit dem 3D-Stift reparieren. Ich ziehe einfach Linien zur Mitte des Lochs. Gut so. Und jetzt noch ein paar Kreise. Komplett herum. Beim nächsten baue ich ein paar Wellen ein. Das lässt es wie ein Spinnennetz aussehen. So, fertig. Siehst du, jetzt ist es ein cooles Design und kein Loch mehr. Wow, du bist ein Genie. Komm schon, wir können die Challenge noch gewinnen. Sind das nicht die beiden mit den löchrigen Hosen? Mir erscheint, als sei das Loch verschwunden. Na los! Dieses Mal bekommen wir das hin, ja? Ja, ich bin dieses Mal nicht hingefallen. Sehr schön, viel besser. 10 Punkte von uns allen. Oh, ich wusste, wir können gewinnen. Danke!